Are you listening? Damn. Hallo Freunde, mein Name ist Tommy und heute zeige ich euch einige Uhren, die mir der Hersteller James Walker zugeschickt hat. Ich werde auch alle davon verlosen, beziehungsweise eine davon werden wir heute zerstören. Und die Uhr, die wir zerstört haben, wird der Hersteller mir neu schicken und dann werde ich die auch noch verlosen. Wie ihr schon hören könnt, bin ich wieder am Live-Kommentieren und ich entschuldige mich für die schlechte Tonaufnahme. Ich habe mir schon ein neues Mikrofon bestellt, was ich mir dann immer an meinen Kragen heften kann, wenn ich dann live kommentiere und das wird dann in Zukunft besser sein. So, hier haben wir die Eisenarmbanduhr von James Walker. Hier haben wir einen Verschluss, der geht ganz leicht auf. So, klack, klack, und dann macht man das auf. Hier hinten auch nochmal, sehr schlicht, elegant. Ist eigentlich eine schicke Uhr. Mal schauen, ob wir die heute kaputt machen oder einer von den anderen. So, stelle ich mal die nächste vor. Das ist genau die gleiche Uhr, nur ein schwarzes Zifferblatt. Da brauche ich eigentlich jetzt nicht viel zu sagen. Und dann haben wir zwei Holzarmbanduhren. Die sehen fast gleich aus, sind aber nicht gleich. Ihr könnt das vielleicht am Zifferblatt erkennen. Da ist es weiß, hier ist es dunkel. Und da und da und da sind ein paar kleine Farbunterschiede. Ja, die beiden Uhren sind aus Holz. Ich denke, einige kennen noch die Holzarmbanduhr, die braune, die wir ins Waffeleisen gelegt haben und die später explodiert ist, wo wir dann Bunsenbrenner gegengehalten haben. Ja, ich packe die jetzt mal alle hier hin. So, und dann wählen wir aus. Ich würde sagen, die beiden Holzuhren, da wir ja schon mal eine Holzuhr vernichtet haben, packe ich die schon mal beiseite. Und wir losen aus zwischen diese beiden Uhren. Leute, ich wollte echt die Uhren nicht kaputt machen. Ich wollte ein Video machen, euch die Uhren vorstellen und dann verlosen und dann ein schönes Weihnachten, bla bla bla. Aber der Hersteller hat mich überredet und gesagt, komm, zerstör eine Uhr bitte, mach ein paar Experimente damit. Und ich schicke dir eine neue. So, wie macht man das denn? Wir wählen jetzt aus. Ene, mene, mu und raus bist du. Das heißt, wir zerstören... Ah ne, raus bist du noch lange nicht. Du musst erst sagen, wie alt du bist. Wie spät ist es? Ah, 3. 1, 2, 3. Scheiße, du musst trotzdem raus. Mann, ich mag diese Uhr mehr als diese weiße. Okay, aber egal, wir werden eine neue geschickt bekommen. Gut, meine Freunde, ich werde mir jetzt ein paar Sachen zusammensuchen und dann geht es los. So Freunde, wir werden als erstes testen, ob diese Uhr wasserdicht ist. Leider hat sie keinen Sekundenzeiger, deswegen müsste ich dann ein bisschen warten, ob sie dann noch weitergeht. Es ist jetzt eine Minute vor 2:30 und ich lege sie mal rein. Oh oh, so schnell wollte ich sie gar nicht reinlegen. Okay, so, sie liegt jetzt im Wasser. Okay, dann warten wir mal ab. Okay, eine halbe Stunde ist jetzt vergangen. Wir haben sie reingelegt, da war es 2:50, jetzt haben wir es 2:50. Sie funktioniert immer noch, was aber nicht heißt, dass sie wasserfest ist. Wer weiß, wie lange sie noch hält, ob sie voll läuft oder weiß was ich. Auf jeden Fall hat sie den ersten Test bestanden und wir machen weiter. So Freunde, ich lege die Uhr jetzt in eine alte Pfanne rein, denn es wird gleich ziemlich heiß. Ich habe hier einen Heißföhn. Den werde ich jetzt gegen die Uhr halten und dann schauen wir mal, was mit der Uhr so passiert. Viel Spaß! Schaut mal, der Heißföhn konnte der Uhr nichts anhaben. Sie ist eigentlich unbeschädigt. Das ist nicht gut. Zwei Experimente und die Uhr funktioniert immer noch. Jetzt müssen wir mal ernst machen. So, ich kippe da jetzt ein bisschen Benzin drauf. So, wollen wir nicht so viel machen. Und dann zünden wir das Ganze an. So, einmal Feuer und Feuer. Wow, meine Kamera brennt. So, okay. Das war ein bisschen zu nah.
Schaut sie euch an. Auch die Flammen konnten der Uhr nichts anhaben, außer dass wir hier ein paar kleine Verfärbungen haben. Die kann man aber ganz leicht wegwischen. So, jetzt sind die auch weg. Ja, Freunde, ganz so einfach ist es nicht. Drei Experimente, die Uhr funktioniert immer noch. Aber jetzt machen wir wirklich ernst. Ich werde jetzt einen Bunsenbrenner gegenhalten, aber als erstes gegen das Armband. Ich möchte schauen, ob wir das zum Glühen bekommen und danach werden wir das Zifferblatt zerstören. Und alle Hater können auf mich einprügeln in den Kommentaren. Mir ist das egal, der Hersteller schickt eine neue Uhr und die wird dann auch verlost. Lasst uns loslegen. Mann, ist das Sünde! Ich habe die Uhr auch schon einen Tag mal getragen. Sah sehr cool aus. Schaut, Freunde, das Ding ist am Glühen. Aber jetzt machen wir... Heiß! Jetzt machen wir ernst. Oh, ich muss aufpassen, hier ist alles sehr, sehr heiß. So. Okay, ich nehme jetzt auch Sicherheitsabstand. Beim letzten Mal ist mir die Uhr durchs ganze Wohnzimmer geflogen und hat meine Couch verbrannt. Dann viel Spaß, lasst uns loslegen. Oh, die Uhr fängt Feuer! Bitte platz nicht! Nein! Nein! Okay, die Uhr ist erledigt, aber Leute, ihr glaubt's mir nicht, ne? Ihr glaubt's mir nicht! Hier, komm schon! Genau wieder auf die Couch! Das zweite Brandloch! Genau von derselben Uhr, von derselben Marke! Schaut euch das an! Hier! Da ist das andere Brandloch. Na Freunde, was ist das? Richtig, der Zeiger von der Uhr. Wie ihr sehen könnt und wie ihr es mitbekommen habt, haben wir die Uhr zerstört bekommen. Sie ist geplatzt, Zifferblatt, direkt wieder auf meine Couch. Das zweite Brandloch, aber mir ist das scheißegal. Die Couch haben wir ja sowieso schon versaut mit unseren Experimenten. Keine Sorge, seid nicht traurig. Die Uhr bekomme ich neu zugeschickt. Die Uhr habe ich extra zugeschickt bekommen, damit ich sie kaputt mache, für euch zerstöre. Und hier haben wir noch drei andere Uhren. Wenn ich dann diese Uhr neu zugeschickt bekomme, werde ich dann diese Verlosung bekannt geben. Ich hoffe, das passiert alles sehr schnell. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch Bescheid sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Tommy hat euch lieb.